Daher. Also diesen Ansatz eines Baumes. Ist ja hier wieder so ein Dschungelbodengewächs. Sowieso die faszinierendste Baumform hier finde. Also für die wohl am faszinierend wirkendsten Baumform halt sein könnte. Ach nee. Ach, das ist so ein kleiner Baum gleich. Na dann. Dann bauen wir da einen Überhang drunter. Das ist mir jetzt echt zu viel. Die paar hauen wir hier noch ab. So, weil die waren auch doof. Einfach mal so beschlossen, dass doof war. So, ein bisschen, damit es nicht so ganz freischwebend hier aussieht. Einfach mal ein bisschen Dirt dran klatschen. So. Ja. Immer ein bisschen Dirt dran klatschen ist immer gut. So, Überhang. Bums. Oder Platsch. Da waren wir unten. Ach, das war ja der Baum, wo wir... Ah, das ist der Baumhausbaum. Naja, oder wir verlängern den dann irgendwann bis runter und nehmen den Berg außenrum weg. Das sind dann wieder 50 Folgen. Mit purer Entspannung in Klötzchenform. Ach ja, ist das alles entspannend hier. Also nicht falsch verstehen, es ist entspannend. Das ist das Gegenteil von Alarm für Cobra 11. Also, weniger explodierende Autos in diesen Folgen hier. Und es gefällt, I like, sagen doch immerhin noch 3-4 Leute. Naja, bestimmt nicht 1-2 Leute. Aber immerhin 10 Leute gucken sich's an, genießen. Minute für Minute. Von diesem Cast. Das freut mich. Weil dann wirkt das Ganze weniger sinnlos, was ich hier tue. Habe ich ja schon mal, in den anderen Folgen, also in einer der anderen Folgen, die vor kurzem so ausgestrahlt wurden, also euch freigeschaltet wurden, dank des YouTube-Planers, Freischaltungsplaners. Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich das toll finde. Dass doch 1-2 Leute das sich auch angucken. Mir wäre es zwar auch lieber, wenn es 1-2 mehr wären. Der in Selbstgespräche vertiefte Philosoph wünscht sich immer Zuschauer. Aber na gut, na gut, na gut. Was soll's? Ja, was könnten wir denn hier noch machen, außer jetzt blöde Bäume hier fällen? Ich will bloß den Berg ein bisschen von diesen Stumpen hier befreien. Stumpen mag ich immer nicht so. Nicht so der Stumpenfreund. Also richtige Bäume sind toll, aber das komische Bodendschungelgewächs finde ich jetzt eher... Das sieht für mich jetzt eher aus wie Bodendschungelgewächs. Ist auch die am weitesten verbreitete Grünfläche im Dschungel. Das sind diese Bodenstumpen. Naja, mal sehen, wann wir den Punkt erreichen und wieder sagen, hey, wir machen jetzt mal wieder einen auf New Survival und fangen nochmal von vorne an. Keine Angst, so bald wird das nicht passieren oder vielleicht doch. Vielleicht wünscht ihr euch das bereits, weil wir sind ja jetzt hier schon gut angekommen. Muss ich mal sagen. Also, wir sind gut dabei. Wir kriegen regelmäßig ein bisschen Melone. Und, auch für... Eisengolems ist eigentlich schon so. Den könnten wir eigentlich mal bauen, oder? Haben wir dafür genug Eisen bereits? Ich weiß es ja nicht. Ich traue mich das irgendwie noch nicht so ganz. Es ist irgendwie wirkt es auf mich noch ein bisschen wie Verschwendung. Mal hier mal kurz. Ja, machen wir eine Schippe bei. So, das Feld hier mal endgültig abreißen. Unser Ursprungsfeld. Aber unser Häuschen ist eigentlich schön gelegen hier, so an diesem Weiher. Wir haben ja jetzt Glas gemacht. Warte mal, machen wir hier einmal kurz. Einmal kurz auf. An der Seite. Bisschen auf muss das schon mal hier gehen. So.
Stein freilegen. Es sieht sowieso authentischer aus mit dem blanken Fels hier. Unten müssen wir dann nochmal Dings hinhauen. Dings ist Bums, ne? Ist klar. Nein, unten muss Erde rein, damit es dann hier auch schön grün wieder wird. Machen wir hier mal ein bisschen großzügiger Stein weg. Ja. Damit auch unsere Hacke endlich kaputt geht. Konnte das Ding sowieso nicht mehr leiden. So eine Scheißhacke. Klingt schon so besoffen, das Scheißding. So, eine Steinsteinhacke. Weniger. So, und das heißt, wir könnten hier, ja, da hauen wir uns gerade unsere Beleuchtung weg von der Wand. Das passiert auch. Hier einfach mal so weghaut. Aber, hallo Katze, geh mal ein Stück beiseite. Hier ist Baustelle. Du trägst keinen Schutzhelm, also. Da ist dein Platz. Ja. Ja. Clearstone. Hatte ich nicht irgendwo auch Glas produziert? Oder war so? Jetzt hätte ich total viel Glas eben gerade gemacht. Oder war das nur... Wollte ich das nur machen und bin dann doch wieder von abgekommen. Hier haben wir jetzt jedenfalls jede Menge Clearstone. Clearstone ist toll, weil Clearstone können wir da reinmachen. Jetzt haben wir 12 Glas. Wir wollten nur ganz viel Glas machen. Ne? Das ist eindeutig Wunsch der Vater des Gedanken. So. Ja, 14. Passt ganz gut. So, dazu und dazu. Dann machen wir hier. Kabels haben wir noch bei. Ja, sehr schön. Weil das... Ich habe mich irgendwie dran gewöhnt an diesen Aufbau hier. Ah, die 12, die sollten auch reichen, um das Loch zu schließen, ja. Das ist schon okay. Ich mag auch Glasblöcke lieber als diese neumodischen Glasscheiben, muss ich sagen. So. Jetzt haben wir da ein bisschen mehr Ausblick. Draußen müssen wir was wegnehmen, habe ich gerade gesehen. Das sieht hier nicht so toll aus, diese Überhang da an der Stelle. Ja, und das jetzt hier wieder mal nur so ist, ist auch doof. Machen wir hier mal ein bisschen mehr Strandfläche. Genau. Größern wir das. Eigentlich auch ganz gut hier mit dem Baum. Und dem Überhang. Aber wir sind definitiv jetzt schon in Folge 2. Von daher erwähne ich es wieder mal gerne. Wir hören von Jamendo.com Musik von einer Gruppe namens Werkstatt. Mit einem Künstler. Künstlergruppe. Das Album heißt Tars. Aussprachefehler inbegriffen, jedes Mal, wenn ihr der Planlosigkeit in Klötzchenform verfallen seid. Ja, an dieser Stelle kann ich ja auch nochmal erwähnen, morgen, immer noch morgen, ja, ich war fleißig an einem Abend, ganz, ganz fleißig war ich. Jedenfalls morgen demnächst und überhaupt immer mittwochs ist eigentlich krass. Ich schätze mal, morgen fällt er erst eher aus. Also er ist wahrscheinlich morgen eher ausgefallen. Auch eine ausgefallene Formulierung, oder? Das ist komisch, ne? Man muss immer dran denken. Es ist so... Ach, wo gab's denn das immer? Bei Genial daneben gab's das immer, wo sie Geburtstage so fake-mäßig gefeiert haben. Um das Suggerierte, so da, wann es läuft, am Leben zu halten. Weil Fernsehen läuft ja nicht immer zu der Zeit, wo es aufgenommen wird. Live ist ja wirklich selten, weil live ist teuer. Das leisten sich nur die ganz Großen von einem Sender. Bei ProSieben wäre das Stefan Raab, der ganz Große.
Der Guru quasi. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Naja. Wisst ihr was? Ich probiere mal wieder meine Tür aus. Ach, hat das funktioniert. Und ja, so mit der Ecke jetzt ist besser. Auch beim Aufstehen siehst du da gleich so rüber in diesen Wald. Auf diesen Berg. Ja, ist doch schön hier. Ja, sehr schön. Wisst ihr was? Was wisst ihr denn? So. Das sind die Kürbisse. Das sind die Melonen. Eigentlich könnte ich doch hier in der Mitte nochmal pflanzen. Und zwar Melonen. Melonen sind irgendwie sinnvoller als Kürbisse. Kürbisse wachsen sowieso wie Sau. Von daher. Machen wir dann nochmal drei Kürbisse. Drei Melonen. Danke, Gehirn. Machen wir hier drei Pflänzchen rein. Weil es generiert ja diesen leckeren Snack. Den sollte man nicht unterschätzen. So, wir produzieren gerade jede Menge Glas. Ich weiß auch noch nicht wofür. Aber ja, hier könnte man auch schon ein bisschen mehr mit Glas noch machen. Das habe ich ja vorher gar nicht gesehen. Ich habe hier so viel Leben vor der Tür liegen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ist das echt? Ja, das ist Leben. Ist ja cool. Muss das bloß noch irgendwie geschickter abbauen, so von oben. Sand ist da auch drin. Ja, und wir können es ein bisschen tiefer ausheben. Ist auch auf jeden Fall drin. Ja, gleich mal runtertauchen und das holen. So. Das ist tiefe. Ausgehobene. Hui. Das hört sich eben so an, als ob hier Wasser strömt. Das sollte doch eigentlich gar nicht passieren. Ach doch, da in der Mitte. Ach, das waren wir ja. Ja, ist immer das Blöde hier mit dem Wasser. Dass man ganz genau aufpassen muss, wo man es denn wegklaut. Sonst hat man da diese blöden, rauschenden Strömungen mitten im Nichts. Das ist schon eher doof. Finde ich. So. Jede Menge Lehm. Das ist mir ja vorher gar nicht aufgefallen, dass wir hier einen Lehmteich haben. Das ist ja toll. Also ich mag die Stelle, an der wir gespawnt sind, immer mehr. Und so richtig im Dschungel drin sind wir nicht. So richtig draußen sind wir auch nicht. Und jetzt also auch mal in der Pfütze vor unserem Haus. Nee, doch nicht. Ist schon cool irgendwie, finde ich. Achten, dass ich mir hier nicht so selber den Sauerstoff klaue. Mal hoch. So. Atmen, runter. Ja, ist wichtig. Atmen ist wichtig. Auch wenn viele meinen, das wäre so eine moderne Erscheinung. Aber es beweist auch wieder mit dem Beweis, dass Minecraft ja viel älter ist, als wir alle dachten. Das ist eine der letzten Folgen, wo das historische Bildmaterial endlich aufgetaucht ist. Das einzig wahre. Also wenn Leute mit Notepad, also mit hier Windows Standard Text Editor beweisen können, dass andere YouTube-Aktivisten ganz viel Geld verdienen, können wir mit einer Schwarz-Weiß-Aufnahme eigentlich auch beweisen, dass Minecraft schon in den 20er Jahren gespielt wurde. Halte ich für authentisch und sinnvoll. So. Ja, so langsam wird es was. Mal gucken. Eigentlich müsste ich das ganze Ding hier fluten und dann langsam unten drunter abgraben. Wäre viel besser. Jetzt habe ich hier extra aufgeschichtet und ach, was ich hier nicht alles gemacht habe. Ja, und die Ecke hier fehlt ja auch. Macht man das jetzt am blödesten? Ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich das hier alles da einfach reinlaufen lasse. Also ich muss das wahrscheinlich komplett füllen. Damit es funktioniert, was ich mir so vorstelle. Weil das Glas brutzelt ja gerade im Ofen. Und wenn das fertig ist, könnten wir das ja gleich verwenden hier. Deswegen bereiten wir hier alles schon mal ein bisschen vor.